Deutschland im WM-Fieber. Und auch bei der Landbäckerei Berns kommt man um das Großereignis schwer drumrum. Flexibel und kreativ hat man sich hier auf die fußballverrückte Zeit eingestellt. Hallo, heute möchten wir euch einmal zeigen, wie wir aus einer normalen Torte eine WM-Geburtstagstorte machen. Dazu brauchen wir Biskuitböden, Mürbteig, Baiser, Mandelsplitter, Schokolade, eine Fruchtfüllung, zwei verschiedene Schnäpse und natürlich eine Creme. Als erstes bringen wir die Schokolade auf unseren Mürbteig, damit der Mürbteig nicht durchweicht. Mit Schokolade versiegelt kommen nun alle Zutaten Schicht für Schicht aufeinander. So, jetzt haben wir unsere Torte eingesetzt und aus dem Blech rausgeholt. Und jetzt muss ich daraus ja noch ein Trikot machen, weil unser Kunde eine WM-Geburtstagstorte als Trikot bestellt hat. So, jetzt haben wir unsere Vorabform des Trikots fertig. Jetzt muss die Torte ca. 30 Minuten kalt stehen, damit ich sie noch ein bisschen in die Feinform bringen kann. Und danach geht's mit der Ausgarnierung los. Und dafür muss die Torte erst einmal in Form gebracht werden. Nach 30 Minuten Kühlzeit wird die Trikottorte zuerst mit der Tortencreme bestrichen, um danach in Rollfondant gehüllt zu werden. So, jetzt ist unsere Torte eingeschlagen mit weißem Rollfondant. Diesen Rollfondant nimmt man, damit man die weiße Farbe auch hinbekommt. Die Deutschen spielen ja in weißen Trikots. Und jetzt geht's ran ans Ausgarnieren. Und das verlangt künstlerisches Geschick und rote Lebensmittelfarbe. So, während der rote Brustbalken jetzt erstmal trocknen muss, können wir weitermachen mit den Umrandungen. Dazu benutzen wir eingefärbten Marzipan. Der ist schwarz eingefärbt für das Deutschland-Trikot. Alle Streifen sind an ihrem Platz. Jetzt noch das Logo aus weißer Schokolade und das DFB-Emblem darf natürlich auch nicht fehlen. So, und zu guter Letzt noch die Geburtstagswünsche. Es soll ja schließlich eine Geburtstagstorte sein. Torte und Geburtstagsgruß formvollendet und fertig für den Kunden. Denn der wartet schon auf die spezielle WM-Überraschung. Ein Lächeln im Gesicht und die wahrscheinlich beste Geburtstagstorte in der Hand geht's ab nach Hause zum Geburtstagskind.